Was haben wir denn hier? Rave Wave. Rave Wave hat sich einen Monitor-Stand gebaut und hat, glaube ich, einen. Hat er was geschrieben dazu? Nee. Und hat dazu einen Stand? Ja. Mag er du, warum nicht? Hier sieht es auch nicht so aus, als wenn hier sehr viel Platz ist. Und wenn es funktioniert, immer rein damit. Geil. Richtig schön. Richtig schön. Bionicle. Okay, die Bilder sind erstmal ganz schön wild. Was haben wir hier? Sparko. Delü. Flight Setup. Was war's mal? Okay. Okay. Da passiert so viel auf dem Bild. ja. Okay. Also fliegen und es scheint mir VR-Ding zu sein hier alles. Mag er, dass hier Shifter und der ganze Bums alles hinpasst. Also. Hm. Dann das hier ist alles Motion, nehme ich an. Das wird Motion sein. Und ein Gurtzug haben wir auch dran. Krass. Oder das Heat Mover, irgendwie sowas in die Richtung. Wow. Und vor allen Dingen hier ist ja wirklich alles dran. Pedale, dann zum Fliegen das ganze Kram. Wild. Ey, das mit den Gurten hier, das ist einfach mega geil. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist so, so schön. Das ist ganz, ganz toll. Das sieht halt wirklich sehr gut aus hier. Vor allen Dingen alles verbaut da drin, was notwendig ist. Hier ist sogar, ist hier noch ein Footrest dran? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Lol. Krass. Das sieht ja wirklich geil aus bei Bionicle. André, was haben wir denn mal André? André fährt VRS. Sowohl Pedale als auch Wheelbase. Sitzt neben dem Schreibtisch. Ey, das könnte ich gar nicht mit dem Kissen da drunter, ne? Krass. Das sieht auch sehr schnieke aus. Simpel gehalten, aufgeräumt. Bisschen ultra-wide. Schön. Das alte von GSI noch, eins der ersten Versionen. Jetzt zeig doch mal Pedale, Mann. Pedale gibt's nicht, aber es sind VRS-Pedale, nehme ich an, ne? Ist auch ein schönes Rack bei André. Schön simpel gehalten. Richtig schnieke. Was haben wir denn hier? Little John, Trackraiser TR80, Simo Cube 2, Usher, VRS und Daytona Audio Bass Shaker. Aber irgendwie haben wir alle Unterbodenbeleuchtung dran, ne? Irgendwie haben wir alle Unterbodenbeleuchtung dran. Und irgendwie knallt überall das RGB. Das ist doch schnieke. Das ist auch schön, simpel, ordentlich gehalten. Sieht richtig prima aus. Das finde ich cool. Aber das ist so krass. Warte mal, warum sind die... Warte mal, wenn die so hochgeklappt sind. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ja übelst krass für die Schienbeinmuskulatur. Das finde ich immer super interessant. Also, weil ich bin ja Typ eigentlich so rum. Und manche Leute fahren so rum. Das ist ja... Ui. Auch ein sehr schönes Rig von Little John. Was haben wir hier? Carraro. Montedes haben wir. T500. DIY Add-ons. Selbstgebaute hydraulische Pedale. Uiuiui. Okay, Mann. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall auch ein 3D-Drucker. Und wir sind auch im Fliegen unterwegs. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, die guten Alpine-Stars hier. Ist das ein Wischmob? Irgendwie sieht das aus wie ein Wischmob. Warum ist hier eine Kette dran? Nee, ach so, das ist ein Kabel, keine Kette. Okay, hier fährt auch jemand sehr viel Nordschleife. So viel steht schon mal fest. Selbstgebaute Pedale ist ja auch interessant. Oh, das ist ja auch interessant. Nach vorne die Steckdosenleiste. Du, aber das sieht doch richtig geil aus für selber gebaut. Boah, der Sitz hat es aber auch schon ein paar Jahre gemacht. Oh ja, der Sitz hat schon ein paar Jahre gemacht. Du, aber wenn es funktioniert, ne? Das sieht richtig gut aus hier. Also es sieht so... Ja, doch, hier wurde das ein oder andere Mal schon Monitor an- und abgebaut. Da wurde der Monitor, der wurde schon mal ein bisschen was an- und abgebaut. Aber schnieke. Sieht gut aus. Krass, einfach selber Pedale gebaut, Chat. Kann man mal machen. Das ist ja richtig geil. Einfach mal selber gebaut, du. Das finde ich ja richtig sexy. Das sieht richtig schön aus. Tolle Arbeit auf jeden Fall. Von Carraro. Lukas. Wie sieht es denn bei Lukas aus? Boah, ganz viel Geleuchte. Okay. Evil Ring hängt auch da.
Dashboard in Leuchte. Oh, das ist ja, die Buttonbox sieht ja richtig geil aus. Ich glaube, die hat Lukas sogar selber gebaut oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Lukas macht sehr viel so im 3D-Druckbereich. Hier auch mit Leuchten und alles. Ui, 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 ui. Wait a second. Was? Das ist oben unter der Decke? Ey, da soll mal einer sagen, wirklich, kriegen wir hier zwei Rigs übereinander rein? Da soll mal einer sagen, das ist ja richtig geil, also richtig toll gebaut. Wow. Das haben wir doch bei Civi auch schon gehabt. Civi hat sich doch auch so ein Podest gebaut in die Bude. Richtig geil, ey. Wow. Richtig schön, Lukas. Was haben wir denn hier? Bensky. Hatte Bensky... Warum ist ein Bensky so aufgeräumt, Alter? Wow. 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 Bensky, Malaga. Oh, das ist ja richtig schick. Super schön, simpel, aufgeräumt und ordentlich. Das ist ganz toll, das Rig. Das gefällt mir. Da ist noch das Größending hier. Ist noch weg. Oh, ganz toller, schicker Raum. Bensky, Junge. Schnieke, das sieht echt gut aus. Was haben wir denn hier bei Bensky? Die Pedale, ne? Was ist denn das? VRS? Ja, VRS. Oh, das ist ja so geil hier. Das finde ich ja richtig schnieke, ne? Ich müsste so einen Scheiß auch irgendwann mal machen, aber... meh. Irgendwie... Hier wird gerne Porsche gefahren und das ist Mantai. Okay, der Raum... Okay. So ein Porsche Wheel. Alter. Pedale, VRS. Jo. Mit Heelplate, das sieht sogar nach 3D-Druck aus, ne? Das wollte ich auch mal ausprobieren. Ob man die Pedals mit 3D drucken kann. Das sieht auch, oh, das ist auch so ein super schönes, aufgeräumtes Rig. Das sieht ganz, ganz toll aus. Von Patrick. Ganz tolle Arbeit. Ganz, ganz tolle Arbeit von Patrick. Dr. Jack. Fanatec, Bremse, okay. Sieht auch schnieker aus. Ist auch alles aufgeräumt, ordentlich. Steht schön in der Ecke. Nimmt nicht so viel Platz ein. Oh oh, das macht richtig viel Lärm. Das macht richtig viel Lärm, das Ding. Da ist richtig Bambule. Aber auch schön. Das sieht auch so aus wie unterm Dach, ne? Das ist wahrscheinlich so ein erhobenes Ding. Flixbricks. Was haben wir denn bei Flixbricks? Flixbricks fährt am Schreibtisch. Oh, guck mal hier, das ist sogar... Unten extra alles befestigt und hier dran geschraubt. Schön, geil. Einfach unten mit dran gemacht, richtig gut. Und sogar mit Shifter noch dran, geil. Aber das ist die Wheelbase, ist ja schon ewig und Asbach alt, ne? Krass. Das ist echt krass. Aber es ist eine schöne, simple Ecke. Ist geil, finde ich gut. Finde ich gut, man braucht nicht immer die fetten Sachen.